Ich muss ihn also nur runterstoßen, was? Okay. Wissen Sie etwas über den Club 41? Club 41. Ein wundervoller Ort. Ich war nicht mehr dort, seit ich meinen Mitgliedsausweis beim Kapern der Nahol verlor. Oh. Wie sind Sie auf Flotsam Island gelandet? Das, was alle anderen hierher brachte, Junge. Die Winde. Ich jagte gerade einem Räuber hinterher, der sich meine hart verdiente Beute unter den Nagel gerissen hatte, als plötzlich Flotsams launische Winde mein Schiff erfassten, es zu Kleinholz machten und mich an einer der zahlreichen Küsten wieder ausspuckten. Na, so ein Pech aber auch. Drehen Sie bei und streichen Sie die Segel! Ich bin gekommen, um Ihr Schiff zu kapern! Ernsthaft? Welche Freude! Niemand war seit über 2 Jahren Manns genug, die Screaming Narwhal zu übernehmen. Ah, er hat aber wirklich gute Laune für einen, der gleich sein Schiff verlieren wird. Richtig. Aber das wäre doch eine Nachricht, ne? Wenn man ein Schiff kapert. Warum freut Sie das so sehr, dass ich gleich Ihr Schiff kapere? Ich liebe Herausforderungen. Gürtet den Verstand und schärft die Lenden. Wussten Sie das nicht? Hä? Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Und für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter auch nie was für mich tut. Bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden, Van Winslow. Yeah. Schmierfett aus Schinkenspeck. Junge, das glitschigste Zeug auf den 7 Meeren. Oh, so ein Mist. Diese Jacke war ein Geburtstagsgeschenk und jetzt ist sie voller Schmierfett. Mann, Elaine wird sicher stinksauer sein. Na, oh, die Elaine. Fettschmier. Oh. Ich habe noch den Anker. Oh, verflixt. Heiß, heiß, Kohle. Heiß! Au! Super. Und jetzt haben wir einen Schwelbrand am Dock. Perfekt. Aha. Okay, also über die Planke geht's dann auf jeden Fall nicht mehr. Denn die ist ja nun weg. Schade. Ich glaube nicht, dass diese Glut in nächster Zeit ausgehen wird. Okay. Die Screaming Narwhal mag nicht besonders schön sein oder seetüchtig, aber immerhin ist es ein Schiff. Okay, haben wir das auch? Was haben wir denn hier? Eine Leine? Alle hopp! Ah, da ist aber eine Kurbel, sehe ich gerade. Verdammt! Oh oh. Und na klar, benutzt er die. Ist völlig klar gewesen. Ah. Die Feder zurück. Transparent, sexy und verspielt. Mit hohem Stützkomfort. Für den aktiven Piraten. Socken haben wir ja auch. Hey, da ist das in seiner Socke. Club 41. Mitglied auf Probe Nummer 37. Reginald Van Winslow. Das dürfte sich als nützlich erweisen. Hey ho, damit haben wir doch schon mal... Auf des toten Windeskiste, jo ho ho. Und eine Buddelkorb. Schauen wir erstmal hier hoch. Ich glaube, er läuft schneller, wenn wir... Genau. Doppelklick. Was für eine schäbige Lampe. Ich hebe das lieber auf, bevor es jemand sieht. Darüber stolpert. Okay, aber trotzdem. Bonjour! Meine Nase! Hört sich an, als wäre er beschäftigt. Oh, das war der... mit der Nase. Der Doktor ist beschäftigt. Ah, alles klar. Schwertfisch? Bin mir nicht sicher, ob das Ende der Rokoko-Zeit oder eher frühgruselige Epoche war. Gut, also hier kommen wir schon mal nicht hin. Oh, Moment. Muss ja schon ein bisschen genauer zielen, was mir überhaupt nicht zusagt. Alphabet-Schlussverkauf!
Hey, du standest wohl noch nicht da. Was haben wir denn hier? Hätte nie gedacht, mal einen Piraten zu sehen, der Einhörner aus Glas verkauft, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ei! Ich hätte nie gedacht, jemals einen sprechenden Pavian zu sehen, also sind wir quitt! Alter, ahoi, frecher Kerl! Handwerker. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ahoi! Ich bin Gaffer Grimdigit, Glasbläser und Pirat. Wie kommt ein bärbeißiger Pirat dazu, kleine Einhörner aus Glas zu machen? Hör mal, Kleiner. Das Glasblasen ist so gefährlich wie das Segeln vor den Westindischen Inseln. Eine falsche Bewegung mit der Stange in der Nähe des glühenden Lochs und schon kannst du deine Augenbraue einen Abschiedskuss geben. Kann ich das? Ich bin mir nicht sicher, ob das rein anatomisch betrachtet überhaupt geht. So, Einhörner, ja? Ei, anmutige, zarte Wesen sind das. Aber um ehrlich zu sein, sind sie kein Verkaufsschlager unter den Piraten. Für mein nächstes Projekt nehme ich etwas, das sie wirklich anspricht. Wenn ich je diese verdammten, gehörnten Saftsäcke verkaufen kann. Was können Sie mir über Flotsam Island sagen? Naja, du hast sicher schon von Flotsam Islands höllischen Winden gehört. Aber hat man dir je etwas über die Riffe erzählt? Die Riffe? Ei, die Kristallriffe von Flotsam Island. Sie sind schärfer als Drachenzähne. Sie lauern rund um die Insel und zerfetzen jedes Schiff, dessen Kapitän dumm genug ist, Flotsam Islands Winde zu unterschätzen. Huch. Okay. Was hat das mit diesem Alphabet-Schlussverkauf auf sich? Das ist der letzte Schrei. Ich fertige unzerbrechliche Röhren in Buchstabenform, aus denen festlich beleuchtete Werbeschilder, moderne Erinnerungsbilder oder einfach nur Lampen gemacht werden. Kitschig. Ei, ziemlich geschmacklos. Konsonanten kosten 48 Goldstücke. Aber heute erhält jeder Kunde einen Vokal gratis. Wie wär's mit einem Vokal? Unzerbrechliches Glas. Ich nehme mal einen Vokal. Ich denke, ich hätte gerne eine dieser kostenlosen Vokalröhren. Du möchtest einen Vokal kaufen, hä? Hier, bitteschön. Ein U? Und was ist mit A, E, I, O? Oder vielleicht Y? Alles ausverkauft. Wir haben nur noch YouTubes. YouTubes. Okay. Gut, dann war's das hier. War schön, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hi. Wem geht das nicht so? Okay, ich denke mal... Wem geht das nicht so? Für einige ist es ja eine und dieselbe Person. Also... Die Frau und... Hab ich hier nicht gerade noch was? Hab ich irgendwas mit... Ach so. Okay, lass mal's. Also für einige ist es ja eins dasselbe. Die Frau und der Erzfeind. Gut, ich habe jetzt einen Mitgliedsausweis. Das heißt, wir müssten hier reinkommen. Ausweis? Ausweis? Oh ja, mein Mitgliedsausweis. Hier, bitte. Sehr gut, Kapitän Van Renslow. Hier ist Ihre Augenbinde. Augenbinde? Sir, Sie kennen doch die Regeln. Alle Mitglieder des Clubs 41 auf Probe müssen im Club Augenbinden tragen. Richtig, wie dumm von mir. Oh. Sehr gut, Sir. Vorsicht, Stufe. Und wir sind drin. Ich hörte, machst du einen richtig fiesen Grogatini. Achtung! Meine Nachos! Es tut mir so leid. Au, mein Auge! Tut mir meine leid. Katze! Au! Herzi! Au! Pass auf seine Hand auf! Nimm deine Pockenhand weg von mir, du Knallfrosch! Ei! Oh, mein Bein! Was für ein Kampf! Das war spektakulär, Driftwood! Der beste Piratentumult seit vielen Monaten! Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Es war, als wäre meine Hand besessen. Besessen, sagen Sie? Daraus kann ich noch mehr machen. Liefern Sie mir nur weiter solche Piraten, Porson Flipwood. Und ehe Sie sich versehen, übergebe ich Ihnen die Geheimnisse von Deepgut. Oh, okay. Da hat meine Hand wohl die ganze Sache für mich erledigt.
und hat die erste Schlagzeile gebracht. Eine Schlägerei. Kommen wir nochmal rein? Offensichtlich nicht. Aber hier ist da was aus dem Fenster geflogen. Was liegt denn da? Was zum... Du hast eines dieser Mini-Schwerter mit einer Olive in mein Gorgatini getan. Ich hasse diese Dinger. Gut. Schlägerei erledigt. Schiff entern. Da sind wir erstmal gescheitert. Kostenlose Vokale. Holt sie euch, solange sie noch Vokale sind. Dann würde ich sagen... Was haben wir hier? Pfeiler? Schnitzereien von Meerjungfrauen. Oder sind das eher mehr Männer? Ich habe nicht die richtige Ausbildung, die Jacke oder den Filzhut, um zweideutige Schnitzarbeiten vergangener Tage beurteilen zu können. Oh, Indiana Jones. Mal schauen. Oh. Hui. Willkommen im Dschungel, würde ich mal sagen. Hi. Ah, wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Joaquin Jacinto de Meara Alfonso de Oro. Schatzsucher der Extraklasse. Alter, das muss ein riesiger Ausweis sein, auf dem der Name draufsteht. Was hast du denn da unten gemacht? Nichts. Es sah so aus, als würdest du mit Puppen spielen. Das sind keine Puppen. Es sind polygelenkige Porzellan-Power-Piraten. Porzellan-Power-Piraten. Was um alles in Davy Jones Platzsparwunder sind denn Porzellan-Power-Piraten? Sie sind die seltensten und coolsten Actionfiguren aller Zeiten. Ich verfolge ihre Wege dank der Porzellan-Power-Piraten-Schatzkarte nach, die in ausgesuchten Packungen der Porzellan-Power-Piraten-Passionsfrucht-Frühstücksflocken enthalten sind. Ich jage ihnen seit Jahren hinterher und ich habe fast schon die gesamte Kollektion zusammen. Herrlich. Herrlich. Wie viele PP-Piraten fehlen dir noch? Der einzige Power-Pirat, den ich noch nicht fand, ist der ultraseltene, nahezu unauffindbare Dark Ninja Dave mit Killer Karate Katana. Ich dachte, ich könnte ihn hier auf Flotsam Island finden, aber ich wurde reingelegt. Reingelegt? Ja. So ein Kerl in einer karierten Jacke mit ständig winkenden Armen verkaufte mir eine Ninja Dave Karte, aber wenn ich ihr folge, drehe ich mich ständig im Kreis. Das klingt nach Stan, das Verkaufsgenie. Vielleicht begegnen wir ihm auch nochmal. Warum ist Dark Ninja Dave so selten? Weil ein paar Pirateneltern ihn wegen des spitzen Zubehörs Killer Karate Katana verbieten ließen. Sie sagten, man könne daran ersticken. Weicheier. Killer Karate Katana. Porzellan Power Piraten. Herrlich, herrlich. Darf ich sie mir mal ansehen? Nimm sie. Sie ist wertlos. Ich lasse es dich wissen, wenn ich was finde. Und du bist dir sicher, dass Dark Ninja Dave ein wertvoller Schatz ist, ja? Oh, das ist das Zeug, aus dem Träume sind. Porzellanträume. Haben die Winde auch dich auf Flotsam Island stranden lassen? Ja, aber ich kam freiwillig her. Ich suchte die schwer zu fassende Dark Ninja Dave Porzellan-Power-Piraten-Actionfigur. Okay. Was ist das für ein rosa Puppenhaufen? Actionfigurinen? Was soll dieser rosa Haufen mit Actionfigurinen überhaupt? Das sind meine zusätzlichen Pink-Pyjama-Pierres. Der langweiligste und am wenigsten gefragte der Porzellan-Power-Piraten. Ich verabscheue Pink-Pyjama-Pierre mit der Intensität von 1 Million explodierenden Kanonenkugeln. Pink-Pyjama-Pierre. Herrlich, herrlich, herrlich. Kann ich dich Doro der Forscher nennen? Nein. Kann ich dich Doro der Forscher nennen? Nein. Schade.